Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Survive. Oh, da kriegen wir auch schon direkt Besuch. Dominik, Attacke! YOLO! Swag! Das hat er sich auch gedacht, als er um die Ecke gerannt kam. Und nachdem wir beim letzten Mal ja aufgehört haben, weil wir noch in diese wunderbaren diese Hangars reingehen wollten, wollen wir das jetzt auch wahr machen und der Dominik ist auch schon wieder ganz excited, ohne gehen diesmal. Und springt auch schon ganz übel in der Gegend rum. Und da Wirklich, muss ich mir ein Glück außer mir vor mitmachen. lauter Freude. Und deswegen, wir gehen jetzt mal da hoch und dann schauen wir einfach mal, was uns da erwartet. Und da rennt er schon wieder woanders hin. Aber ist auch okay. Ey, auf zum Hangar, oder? Naja, passt. Okay. Wie malerisch das hier alles immer aussieht, ne? Ich find's echt schön, ja. Fehlen eigentlich hier nur noch irgendwie die Teletubbies, dass die da oben um die Ecke kommen, ne? Und dann du mit deiner Winchester. Ja, und zwar drei Löcher in diesen Drecksbauch rein. Teletubbies. Incoming. Ja, so viel zum Thema Ja. YOLO, weißt du? Ja, stimmt. Irgendwie alles Zufall. Ja, wir müssen. Ja, gut, dann Also, gucken wir mal. wenn Wer auf der einen ein Seite Heli zu sehen will, muss ist. ein Heli sehen. Ja, genau, Dann wenn ist auf auf der der. anderen Seite immer ein Heli. Habe ich gehört. Ich habe zumindest gestern habe ich es noch gelesen. Hase! Boah, ist der schnell, was geht mit dem? Hallo? Ja, okay, lass mal das. Ich würde ja behaupten, dass du ADS hast oder so. Jetzt aber. Ah! YOLO! Ja, unübertroffen ist ja immer noch der Swaggetti, den, oh Alter, guck mal Swaggetti. da nach rechts. Oh, cool. Warte mal. Ja, mach mal. Ist das ein Alter, Polizist? der Hubschrauber war bei dir gerade, ne? Im Zimmer, wenn du es genau What the wissen willst. fuck? Warte mal, ich geh mal weg. Was wollen die denn immer von mir, ey? Ja, ich, wie gesagt, ich glaube, das ist diese DMR Mac. Echt? Hast du es mitgenommen? Nee, liegt da drin, hol's dir. Das nehmen wir mal mit. Oh, was ist Man das? soll ja Oh, eine nicht. AK! Attacke! Ich glaube, du willst ihn bestimmt haben, oder? Ja, klar will ich Wir die haben haben. doch im Zelt, oder? Haben wir da nicht noch Haben wir AK mit? ein Zelt? Ich weiß gar nicht. Take Nee, hier, nee. SA-58P, das ist was ganz anderes. Bitte? Ja, keine Sieht Ahnung. doch aus wie eine AK, entschuldige mal. Das ist ja wohl die waschechteste AK. Du hast da Ich. alles hingeschmissen. Okay, willst du es anzünden? Ah, okay. Ja, aber das ist doch. Wie heißt das Ding? Eine S58P. Entschuldigung, das ist doch eine AK, also bitte. Und die braucht aber SA58 Max tatsächlich. Ich wusste gar Hä? nicht, dass es das gibt. Ich hoffe, das ist keine gehackte Wumme. Insert random name hier. Kannst du mal auf mich schießen? Vielleicht sterbe ich den zweiten. Würde mich jetzt aber schon interessieren, was das für eine Knarre ist. Ja, aber jetzt nicht an mir, bitte. Wo willst du Bestimmt eine hin? ganz Links? laute. Ah ja. Ja, wahrscheinlich die lauteste im Game. Ich hab davon noch nie was gehört. Ich auch nicht. Oh, das war aber ein Pro-Move. Ja, ich hab's Ey, gesehen. Vor allen Dingen, das war hier da war sie. wie bei Modern Warfare mit dieser, ne, kannst du ja irgendwie noch so einen Perk nehmen, dass du den weiter messern kannst, weißt du? Ach, Und okay. so sah das da jetzt auch Huch. aus. Erstmal 18 Meter messern. Achso, vielleicht mal ein bisschen. Genau. Ich warte ja immer noch auf. Ja, bin ich auch. Oh, Ein nee. Heli! Ach was! Halt den Mund. Sein Ernst? Ja, tatsächlich. Jetzt müsste man den nur noch fliegen Boah, können, Alter. der sieht aber gut aus. Der sieht ziemlich. Hat er was dabei? Der sieht ja aus wie gerade aus der Werkstatt. Da fehlt nur Glas. Ich bin schon drin. Kannst du das Ding fliegen, Alter? Ich kann Ja es doch nicht. klar. Alter, Autohammer on, das halt kann die ja jedes Fresse. Kind. Ey, halt die Fresse, Mann. Das Was ist Ding. denn? Nein, das ist nicht Battlefield hier, Mann. Ja, Battlefield ist auch schwer. Autohammer Ah, on. So, das Gott. kann ja jeder. Autohammer, kein Problem. Ja, wie genau steige ich und sinke ich jetzt sowieso? Ja, ich sehe schon, du hast es echt drauf, ne? Jetzt warte mal kurz. Ich muss jetzt erstmal die Knöpfe hier finden. Ich Ich steig drücke einfach derweil mal an. Nee, ich irgendwas. steig ihn mal aus, weil ich Ist möchte mir so das. schnell. Hörst du mal von außen? Ist nur Glas, glaube ich, kaputt. Und das ist ja egal eigentlich. Ja, da ist alles. Ach, da ist kein Benzin drin, deswegen geht es nicht an. Es fehlt nur Benzin? Lass uns bitte sofort Jerrycans suchen. Attacke. Boah, das ist ja der Hammer. Ja, warte mal kurz. Vielleicht steht da vorne noch der Jeep.
Warte mal kurz, ich töte mal diesen. Der hat bestimmt einen Jerrycan dabei. Der nur ist sad. Guck mal bitte In die rechte Seitentasche. Da war eine kleine Ausbeulung drin. Ich glaube, das waren 20 Liter Kanister. Quatsch, der trägt ja auf dem Rücken. Ja, okay. Oh, was ist jetzt? Hast du das auch bekommen? Ja, habe ich auch bekommen. Continue. Okay. Ich glaube, da hat irgendjemand versucht zu hacken. Also ist es jetzt... Da kommt ein Zombie. No shit. Der läuft so anmutig. Das haut mich echt glaube, von Socken. Ich glaube, das Auto... Boah, was backt der denn jetzt? Nee, das Auto ist, glaube ich, nicht da. Das müsste hier irgendwo sein. Ja, ja, Jerrycans, ne? Da ist doch auch ein also, Industrial Spawn direkt da. Ja, ich würde dann aber auch tatsächlich erstmal das Steingelände außer Acht lassen. Gott, du hast so ein Glück gerade. Wird irgendwie mal besser mit dem Ding. Und Jerrycan? Nope, not in the first one. Ah, im zweiten ist eine! Tatsächlich! Echt? Ja, ja. Und da unten ist gleich eine Tankstelle, da wo wir herkommen. Ja, ja, ich weiß. Hinter dir. Mein Gott, ich werde echt mal besser damit. Ja, dann auf geht's, Tag Jerrycan. Oh Gott. Wieder eine Dämme, oh, die am Arm weg. Hast du sie? Moment, ja, ich muss nochmal eben. Kannst du sie nehmen? Weil ich muss erstmal hier umorganisieren. Ist ja sowieso egal, wir sind ja sowieso gleich tot, weil... Jetzt sei ich hab sie. Hast du sie? Ja, ja. Ja, dann ist da noch was drin sogar? Ja, die ist voll, oder? Okay, dann gucken wir mal, wie viel da reinpasst. Also wie viel da gefüllt wird, wenn du einmal... Alter. Ja, die Tankstelle ist genau um die Ecke. Ihr könnt einfach hin und her laufen. Beziehungsweise einer von uns, du bleibst am besten beim Heli mit der Waffe. Und ich mach das. Wenn du das so siehst wie ich. Ich sehe das ähnlich wie du. Oh, ist das schön. Sag mir mal, wenn du es drin hast. Habe ich. Müsste jetzt eingefüllt sein. Das sieht man wieder nicht. Jetzt hat sich irgendwie nichts verändert am Benzinstand. Warte mal, komm mal hierher. Ich tu dir mal eben die Dings. Nee, du hast keinen Platz also, mehr drin. Warte. Ja, ich muss erst was ändern. Das Ding nimmt 3 Plätze weg. Jo, Moment. Schere-Enzym. Das ist auch ein interessanter Name, ne? Gleich. Jo, jetzt. Nee, Moment, kann eigentlich nicht sein, oder? Jetzt hast du gar keinen Platz mehr frei. Oh! Alter, mir hat's gerade mein Headset zerrissen. Ey, hat einer einen Atombombentest gemacht, oder was ist ja. Das? Ja. Wow. Was war das jetzt bitte? Das war ein Hacker, auf jeden Fall. Das war eine Atombombe, war das? Hier ist auch ja. Fallout, ganz viel. Wir müssen, sollen wir mal abbrechen hier, weil ich glaube, dass davon kommt nichts Gutes. Gibst du mir mal die Jerrycan trotzdem ins Inventar? Meine Herren, what the fuck? Nee, in deinem Rucksack, ich kann ja nur in deinen Rucksack was reintun. Ach, du kannst es nur in meinen Rucksack tun, jetzt. Genau so, da ist erstmal eine Atombombe hochgegangen und da fliegen auch diese ganzen. Aber wo ist denn die hochgegangen? Ich guck mal raus. Ach so. Ich einen Schreck gekriegt jetzt, hey. Mich hat's aber auch ziemlich weggehauen. Wir sind nur noch ganz wenige auf dem Server. Wir haben wahrscheinlich überlebt, weil wir in so einem Hangar drin stehen. Alter, warte, ich geb dir die Jerrycan. Vor lauter Schreck habe ich Fleisch auf den Boden gelegt. Und wir beenden hier mal kurz die Aufnahme, weil wir wollen uns hier nicht von einem Hacker holen lassen. Ja? Jo, machen wir das. Bis gleich. Ne? Dann nix mit YOLO und Spaghetti und bis zum nächsten Mal.